So, da sind wir wieder. Ich renne jetzt mal zu Grom. Hier ist er Grom. Ich glaube, er ist Grom. Runter und werde dort mal Herzen nehmen lernen, um so einem Steingolem ein Herz abzunehmen, um daraus eine wunderschöne Rune fertigen zu können. Ja. So viel zu dem Beginn der Ausgabe Unternehmungen von 40 Lernpunkten. Hey! Tag, Grom. Bring mir das. Was willst du? Herzen. Ein Herz entfernst du dem Tier mit einem gekonnten Schnitt in die Brust. Lohnt sich aber häufig nur bei besonderen Tieren oder magischen Wesen. Du hast recht. Alles klar. Oh! Wen haben wir denn da? Dich, grillen wir mal. Hack. Irgendwas Nennenswertes dabei. Naja, geht so. Gut, nächste Frage. Wo finden wir jetzt einen Steingolem, beziehungsweise einen Golem allgemein? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wo finden wir einen Steingolem? Beziehungsweise einfach einen Golem, um ihm das Herz rauszureißen. Ich weiß wo und ich werde euch nun zeigen, wo das ist. So, da sind wir. Und wo bin ich? Genau, hier bin ich. Alles klar. So, in dieser Höhle war ich offscreen schon mal drin. Und Näheres dazu gleich. Erstmal geht's jetzt ans Eingemachte in Form von diesem Steinhaufen. Hack, hang, hack, hang. So ein Krachkollege ist ja schlimm. So ist brav. So, und jetzt frisst du mal. Er frisst einige davon. Er hat lustigerweise keine Lebensanzeige. Aber ich hoffe trotzdem mal, dass ich ihm jetzt sein Herz abziehen kann. Herz eines Steingolems. Gut, damit hätten wir das Herz. Und da das so Banane ist, speichern wir das mal. Ja, zu dieser Höhle. Hier, Gobo-Höhle, unschwer zu erkennen an den Ästen. Wenn man hier allerdings weiter durchgeht, was ich jetzt aber nicht machen werde, gucken, ob ich mich hier nur so hinstellen kann. Ja, kann ich. Wenn man diese Höhle, ihr seht, wenn man diese Höhle komplett durchgeht, kommt man in ein mehr oder weniger, er sieht aus wie ein Grab und da findet man ein paar nette Sachen, unter anderem diesen Ring, den ich hier trage, den nicht, sondern den hier, Ring der Unbesiegbarkeit. Ist nicht von schlechten Eltern. Wenn man allerdings die Truhe wieder zumacht, aus der man diesen Ring rausholt, erwachen hier so an die 6 Steingolems, wenn man die man auf dem Weg dorthin passiert. Die sind allerdings noch zu Stein zerfallen, wie auch immer. Auf jeden Fall setzen sie sich zusammen, wenn die Truhe kaputt ist und dann gibt es was auf der Hose. Wie man das, wie man dem entgehen kann, gibt es ein paar Tricks irgendwie. Ich habe gelesen, man kann ein Skelett beschwören, welches sich dann auf den Golem drauf, also was den Golem erkennt, bevor er sich zusammengesetzt hat und er dann sich gar nicht zusammensetzen kann und das Skelett die ganze Zeit auf so einem Steinhaufen rumhaut. Voll cool. So, ja. Ansonsten, die einfache Methode ist einfach einen Geschwindigkeitstrank reinpfeffern und durchgewetzt. Gut. Hätten wir das erledigt. Dann heißt es jetzt zurück zum Kloster. Nee, das wollte ich nicht. Das will ich auch nicht. Wo ist es denn? Hier, Tag Milton. Zurück zum Kloster und die restlichen 35 Lernpunkte investieren. Das ist eine schlimme Sache. So, jetzt mal zu Karas, der kann mir beibringen, diesen... Wo ist es denn da? Unterrichte mich. Golem zu erschaffen. Golem erwecken. Merci. Ente. Die Schriftrolle habe ich mir eben schon besorgt. Die bekommt man bei Gorax als auch bei
Wie hieß der Kerl mal vorne im Schrein? Ich vergesse ständig seinen Namen. Iskarot, genau. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was ich sonst noch für Ingredienzien brauche. Ich hoffe, ich kann mir jetzt einfach mal die Rune herstellen. Was funktioniert hat. Schauen wir sie uns mal an. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie, ja. Golem erwecken. Mana kosten 30. Nice. Bup, bup, bup. Das ist gut. Gut, hätten wir weiterhin 30 Lernpunkte. Als ob ich nicht schon genug. Wo ist mein lustiger Zettel, wo ich mir das alles aufgeschrieben habe, damit ich hier nicht ständig verhaspel? Genau. So, Golem haben wir alles durch. Dann kann ich jetzt eigentlich mal. Merkt ihr eigentlich auch, dass jedes Mal Schafe fehlen, wenn ich wiederkomme? Das ist doch nichts Neues. Erst Liesel, dann Schaf, dann noch ein Schaf und jetzt sind bald alle weg. Das war doch schon vorher klar. Ich will stärker werden. Stärker werden. Mich brauchst du das nicht da zu fragen. Da knall ich jetzt erstmal 10 von drauf. Wird sich das jemals ändern? Plus 5 Stärke. Aber noch 20. Das gibt jetzt doch nur noch mehr Ärger. Jetzt geht's ab in den Keller zu Ruckel, 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 Ruckel. Lecko Funny, was ist denn jetzt am Arsch? Sowas. Ah, na geht doch. Fucking Fraps. In den Keller zu unserem Kellerkind Neoras, welches ich nun bitten werde, mir beizubringen. Hey! Halt die Klappe. Keine Ahnung, was das wieder ist hier, aber. Da. Kann ich bei dir lernen? Ich werde. Ja. Die Mana-Dinger voll hochknallen, bis ich dann. Kann ich. Elixier des Geistes lernen. 5 Lernpunkte. Jetzt kann ich diesen Trank brauen. Von dem ich eben sprach, aber ach, vorher. Hey! Komm her. Machen wir das noch. Du siehst so verschwitzt aus. Ich bin auch völlig fertig. Seit Tagen versuche ich schon, dieses verflixte Gebräu hinzukriegen. Es will einfach nicht gelingen. Was ist das Problem? Was? In dem Rezept steht etwas von einem Drachenei. Ich habe natürlich keins von diesen Dingern. Tja. Also versuche ich diese Zutat zu simulieren. Allerdings bisher mit wenig Erfolg. Sollte dir einmal so ein Ding in irgendeiner Grabhöhle über den Weg rollen, dann denk an mich. Ja. Ich hatte da auch was vor in Zukunft, also. Was nehmen wir denn hier mal? Nicht mal ein Problem. Was verwendest du denn statt dem Drachenei? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Alles klar. Was für ein Trank soll das werden? Ich habe das Rezept einem reisenden Händler abgekauft. Es stehen einige seltsame, aber interessante Dinge darin. Stimmt, Kanter. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trank tatsächlich etwas bewirkt, aber allein mein Forscherdrang veranlasst mich weiterzumachen. Entschuldigung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hey, das war nur ein Witz. Ich glaube nicht, dass du tatsächlich ein Drachenei finden wirst. Junge. Abwarten. Echt ein Kellerkind, ey. Weiß ich mal, dass es Drachen gibt. Dass ich sie töten soll. Naja. So, ganz schön eine Latte hier bekommen. Haha, ist ganz schön eine Latte an Tränken geworden hier. Elixier des Geistes, eine Vollwurzel, ein Kronstöckel. Ich besitze momentan 6 Kronstöckel, die ich gefunden habe. Man kann allerdings noch bei jeglichen Händlern, Konstantino wäre einer davon, sowas besitzen, noch Kronstöckel erwerben, käuflich. Weiter mit. Klack, Mana plus 10, Mana von 150. Very nice. Ja, ich habe jetzt noch 5 Lernpunkte übrig und die werde ich einfach mal sparen, denke ich. Ich weiß nicht, was ich großartig noch damit anstellen soll. Ich brauche jetzt noch so einen Trank. Womit denn? Womit denn? Ich glaube, ich habe keine Laborwasserflaschen mehr. Tolle Wurst. Wo bin ich? Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Es darf nicht wahr sein, da muss ich raus. Ja, unserem Ziel, den Inquisitor anlegen zu können, haben wir uns auch schon wieder genähert. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Und jetzt. Ich kann
werden es nicht mehr hören. Denke ich, werde ich einfach mal wieder ins Minental zurückkehren. Ciao, Milton. Um mit meinen frisch ausgerüsteten Fähigkeiten da mal ein bisschen zu rocken. Warum laufe ich eigentlich? Ich kann mich auch tippelottieren. What the fuck? Jetzt aber. Renne ich noch eben zu Konstantino und kaufe ihm mal Laborwasserflaschen als auch sein Kronstöckel ab. So. Boing. Komm her, mein Junge. Zeig mir deine Ware. Wo bist du denn da? Kronstöcke. Boah, 500 Öcken pro Stück. Aber ich hab's ja. 25 Laborwasserflaschen. Die werde ich wahrscheinlich nicht alle brauchen, aber so an die 15 Stück habe ich jetzt. Habe ich 15 Stück gekauft? Ja, natürlich. Gott. Kopfrechnen 6, ja. Ente. Gut. Darf ich jetzt auch einmal an deinen Tisch hier? Mach mal Platz hier. Platz, Mann. Geht doch. So. Noch einen davon. Reingepfiffen. 15 Lernpunkte und man kann sich ordentlich Mana dadurch verschaffen. Und Inos. Gut. Dann renne ich jetzt noch ein wenig planlos rum und in der nächsten Folge, denke ich, werden wir uns im Minental wiedersehen, wenn ich mich dann mal auf den Weg mache, ein paar Drachen zu ärgern. Alles klar. Bis denn.